Und weiter geht's beim Eroberungspfad mit Windsor, das wir höchstwahrscheinlich auch angreifen müssen. Als nächstes müsst ihr nach England übersetzen und das königliche Windsor Castle einnehmen. Alles klar, wir sind ja ein sehr beschäftigter Mann. Wir gehen einfach mal. Wir haben einfach. Es ist eine Art Sightseeing-Tour, die wir hier machen. Wir gehen bei jeder wichtigen Burg vorbei und reißen die meisten einfach ein, beziehungsweise hauen die meisten einfach nieder. Das ist einfach unsere Art der Sightseeing-Tour. Ich meine, jetzt ergibt es Sinn, wenn wir wirklich hauptsächlich erobern, aber ich frage mich, warum wir dann hier und da einfach mal verteidigen müssen, spontan. Man hätte es ja tatsächlich so machen können, dass man jede Burg erstmal erobert und dann quasi gegen einen Gegenangriff verteidigen muss wiederum. Und Sagt nur, was ich wir tun haben soll. nicht viel. Wir haben diesmal Klasse statt Masse. Und oh. Ja. Das ist eben auch ein Bergfried. Der stärkste Turm ist eben der Bergfried. Erstmal die Burg genau ausglubschen. Och, Hündchen. Ja, der beste und schnellste Weg und wahrscheinlich auch der einfachste Weg wäre wohl tatsächlich, hier sind keine Steinkipper, hier ran. Was würden hier für verbotene Substanzen angebaut? Hier ran. Truppen hoch. Hier durch. Obwohl, hier würde er schneller gehen, aber da müssen wir uns mit den Hunden anlegen. Hier darüber. Dann hier. Ne, hier kommt man noch nicht runter. Ne, dann hatte ich es falsch im Kopf. Da müssen wir zu weit laufen. Hier kommen wir tatsächlich nirgendwo runter. Wir müssen dieses Türmchen hier verwenden. Hoch, rüber, da runter. Uns eben mit den paar Hunden anlegen und dann noch hoch. Geht es in die Schlacht? Es ist aber viel zu wenig. 9 Schwertkämpfer, 3 Ritter. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Das ist schwierig. Genau nach Plan. Das ist schwierig. Bereit? Schwertkämpfer, vorwärts! Ich glaube, die Balliste hier wird mir auch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Einen Strich durch die Strechnung. Ich meine, erstmal hier hinten zu landen ist keine schlechte Idee. Die Balliste könnte mir tatsächlich alles versauen. Die Geschichte wartet. Wie können wir dienen? Unsere Schwerter Ach, sind die wir Ohren. haben nur sehr wenig. Marschieren wir? Gehen los. Über die Belagerungstürme hier ransetzen. Ich könnte den Belagerungsturm hier ransetzen, dann könnten wir uns darum kümmern. Das wäre der schnellste Rücken Weg. vor. Hier ran. Mit Streitkolben kann man schnell die Balliste wegräumen. Mit dem Rest nachkommen. Und so schnell es geht durch. Ich meine, dann sind wir da drin, können gleich hier hoch. Ich glaube, das wird der schnellste Weg sein. Auch bekannt. Versuchen wir es mal. Ein bisschen Baumeister getrennt zu Dienst. voneinander. Einer versucht es rechts, der andere links. Einer von beiden wird es schaffen. Mein nobler Ansonsten haben wir noch ein paar Leiterträger Wohin dabei. jetzt, Herr? Ja, Sire. Sire, Dann brauchen wir schnell Streitkolbenkämpfer und Lanzenträger um. Was bekümmert euch, Sire? Wie lautet der Plan? Nein. Wir sind als Belagerer in Unterzahl. Wenn man so eine Situation hat, stehen zur Verfügung. dann belagert man im Idealfall einfach Gebt weiter uns etwas zu und tun. hofft, dass der Gegner nicht ausfällt. Euer Gnaden? Ich meine. Wir sind einsatzbereit. Oh, puh. Ziehen jetzt los! Oh, puh. Sofort! Habe ich schon mal erwähnt, dass Belagerungstürme im Vergleich zu Leiterträgern einfach sowas von Schicksal unnötig ist sind. Wir sind die Besten unter den Besten. Ja, super. Wir vertrauen auf euer Urteil. Lanzen vorwärts. Die haben es echt nicht geschafft. Neue Befehle, Sire? Die haben es ernsthaft nicht geschafft. Mann. My Lord, wie Diese können Türmchen wir sind dienen? einfach viel zu schwach. Ziehen los! Bewegen uns! Schick mal eben Brechen gleichzeitig auf. noch den Sturmbock mit. Na gut, mehr oder weniger zeitgleich, was man auch als zeitgleich betrachten möchte. Baumeisterabteilung zieht los! Ihr zieht ein bisschen Feuer auf euch, anderweitig. Mein Schwert ist das eure! Braucht ihr etwas? Erwarte Befehle! Sind unterwegs! Die ersten Pfeile fliegen.
Also zum Beispiel jetzt. Leitern hoch! Könnt ihr dann so schnell wir können, Sire! Wie lautet der Plan? Ich folge eurem Banner. Reinhalten! Sagt nur, was ich tun soll. Große Banner, Boss. Unsere Werkzeuge sind bereit. Geht ihr mal bitte ran. Geht ihr mal. Macht ihr mal. Ach, die Leute stehen eh schon. Ich wollte eigentlich nicht die Bogenschützen mit. Bewegung, Hundeschöne. Jetzt ist ja alles mitgekommen. Ja, gut, dann hoch. Reiten wir. Absitzen, bitte. In den Kampf. Ziehen los. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Los, los. Gut, dann eben so. Ja, ist in Ordnung. Vorwärts. Rauf auf die Welle. Die Geschichte wartet. Och Mensch, das Tor ist jetzt auch oft sehr offen. Darüber man offen betrachten will. Und geht mal da lang. Jetzt ist das Feuer soweit weg. Und nicht durch das ganze Feuer nochmal durchlaufen. Aua. Aber es könnte noch reichen. Ja, das wird noch reichen. Ich folge euren Banner. So, Treppe ist gesichert, Boss. Gut, ich würde sagen, das hätten wir. Dass das Tor auch noch kaputt gegangen ist. Das Wichtigste ist halt, dass die Balliste weg ist, weil die kann jetzt im Notfall... Könnt ihr euch noch an die Feuerballiste erinnern, die uns so wunderbar den Ritter weggeballert hat bei der letzten Mission auf der bösen Seite? War das nicht schön? Nur, was ich tun soll. Das war romantisch. Ja genau, schießt durch die Mauern. Schießt einfach durch die Mauern mit eurem Aimbot. Und Wallhack. Das wird euren Lord jetzt auch nicht mehr retten. Tschüss. Wir haben die Burg eingenommen, mein Lord. Oh, stellt euch mal vor, das Ziel wäre nicht den Lord zu töten, sondern die gesamte Besatzung auszuschalten. Also alle, die in der Burg sind. Das wäre Aua. Das wäre einfach nur Aua. Nicht anders kann ich es nicht betiteln. Es wäre einfach nur Doppelpunkt Aua. Alles klar? Dann war dies... Die Belagerung von Windsor. England ist unser Altarlech zur Hilfe. Das heißt, beim nächsten Mal wird er verteidigt. Ja, das ist durchaus cool. Fragezeichen. ich habe gerade überlegt, ob ich. Nee, komm, wir lassen es bei Einzelparts. Ich habe jetzt überlegt, ob ich nach Ländern zusammenfasse, aber es wird jetzt auch wieder schwierig, weil ich sowieso schon jede Folge jetzt extra einleite und beende und jetzt England sowieso schon länger dauert, jetzt wegen der Belagerung. Wir lassen es bei Einzelfolgen dafür, ich meine, sobald wir Königsmacher machen und andere Dinger, werden die Parts locker wieder 20 bis 30 Minuten. Also das wird sich dann wieder im Standard einpendeln. Jetzt haben wir eben die einzelnen Belagerungsmissionen. Es gibt ja durchaus Leute, und deswegen sortiere ich diese ganzen Missionen nach Einzelparts. Es gibt durchaus Leute, die hergehen und nach einer speziellen Mission suchen. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Mission habe, die extra heißt hier Burg Javier beispielsweise. Oder sagen wir einfach mal Windsor. Jemand hängt bei Windsor fest und sucht dann hier bei Google nach Windsor, beziehungsweise auf YouTube. Dann... Wäre es natürlich praktisch, wenn er in einem Einzelvideo separat sieht, wie Windsor gemacht wird. Es hat schon seinen Sinn, dass ich das unterteile thematisch. Alles klar? Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Harlech.